Herzlich willkommen bei einem erneuten NES Let's Play. Diesmal ist der Addams Family dran von 1991. Mal schauen, was das Spiel hergibt. Ich habe es noch nie gespielt. Aha, wir fangen mal gleich an mit einer animierten Sequenz. Okay. Es ist Gewitter, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden, es ist Gewitter. Ich muss Start drücken, oder wie? Aha, gibt's. Ich kann springen. Der Soundtrack ist ja immer. Weg, Uhu. Was mache ich denn mit dem Galgen? Hä? Bin gespannt. Die Grafik finde ich ja ganz hübsch. Na, ich habe eigentlich im Seil B gedrückt. Das muss man mit drauf. Ja, das scheint nur zu ziert zu sein, oder wie? Na, ist nur ziert. Aha. Gut. Ah, ich kann mich ducken auch, okay. Der steckt dann im Haus drin. Was ist da los? Hey. Hey. Boah. Es ist schön gemacht. Es ist wirklich schön gemacht. Bald mal. Der Geist und. Nur dass man irgendwie gar nichts machen kann, ist irgendwie. Kommt wahrscheinlich noch. Man kriegt dann wahrscheinlich doch irgendwas mit. Den Gegner vorne noch machen. Okay. Ist schon der schwierigere Sprung hier. Aha, ich kann auf die Geister drauf hüpfen. Gut zu wissen. Geld einsammeln. Okay. Das ist irgendwie komisch. Weiß es nicht. Aha. Kann ich die auf den Kopf hüpfen? Weiß man nicht so genau. Super, finde ich das. Ja. Wenn man in die Tür nicht reingehen kann, das finde ich ein bisschen verwirrend, aber ansonsten. Ah, ist das ein Endgegner oder was? Hä? Ich bin doch auf den Kopf gesprungen. Was zum Geier soll ich machen? Das bringt nichts. Ah, okay, wenn ich auf seinen Kopf bin, muss ich nochmal drücken. Ah ja. Coole Mechanik eigentlich, gefällt mir. Ah, ich habe einen Schlüssel bekommen. Front Door. Ah, jetzt muss ich zurück zum Eingang gehen, oder wie?
Ist ja jetzt mehr Glück als sonst was. So, muss ich jetzt wirklich wieder zurückgehen? Ah! Nicht. Und nochmal! Ja, voll Metroidvania-Style hier. Mit wieder zurückgehen und so. Aber wo war jetzt der Eingang? Ich bin zu weit gegangen, oder? Na? Kann ich auf die Blumen auch drauf hüpfen? Ja. Kann ich da irgendwie rein in diesen? Das schaut aus wie, da könnte man da reingehen. Na, kann man nicht. Ah. Mach jetzt alles platt hier. Ich weiß, dass es geht. Ah, ah, das wird der Haupteingang sein. Und ich bin tot. Jetzt. Nein, come on. Habe ich noch einen Schlüssel? Wo bin ich? Ah, da. Ich hab den Schlüssel nicht mehr. Ah, das ist ja Mist. Das ist natürlich super fail. Da muss es ein bisschen reinkommen. Also jetzt habe ich erst so halbwegs die Steuerung gecheckt. Ein bisschen gedauert einfach. Und die Soundtrack ist super, aber ich frage mich, wie die. Ich hab den Schlüssel schon. Aus und Tor. Wie bin ich da überhaupt reingegangen? Mit B kann ich überhaupt reingehen. Okay, das war vorher reiner Zufall, dass ich da reingekommen bin. So, da. Ja, die Steuerung. Ah, nein, 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 nein. Ich wollte ihn doch am Kopf eigentlich hüpfen. Nein. Jetzt sterbe ich wahrscheinlich wieder, bis ich dort bin. Super. So. Jawohl. Und ich krieg gleich den. Das ist ja. Ich krieg sofort instant den Kronleiter am Schädel. Super. Ja. Ah, was ist das? Uah. Total das Metroidvania Spiel, bitte. Also ich dachte, das ist jetzt ein 0815 Jump'n'Run. Aber das scheint mir richtig gut zu sein, das Game. Und ich bin so richtig schlecht. Boah. Ah, da weiß man, man kann hier wieder rausgehen. Verstehe. Okay, aber es sind nur unfaire Sequenzen, weil ich komme raus und kann mich da eigentlich praktisch nicht wehren. Come on, das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. Was da? Das ist ja nicht möglich hier. Ja. Aha. Zombie! Hüpfst auf den Kopf, komm her. Ah oh nein, den kann ich nicht am Kopf hüpfen. Woher hätte ich das wissen sollen? Hm. Ah, kann ich den Kronleuchter vielleicht am Schädel haben?
Kann er nicht einfach weggehen? Also da gibt es viel zu entdecken in dem Spiel. Da gibt es echt, anscheinend echt viel zu entdecken. Jetzt möchte ich den mal versuchen zu treffen. Na. Nix. Mich da raus. Was hier? Ja, man geht raus und wird instant von dem getötet. Das ist doch irgendwie nicht schön gemacht. Tut mir leid. Aha. Was ist da? Darf ich nicht berühren? Okay. Geld kriegt auch nicht. Aha. Okay. Und geht er weiter. Wow! Also, dass man da immer in den Raum kommt und instant einen Kopf kriegt. Finde ich jetzt schon ein bisschen fragwürdig her vom Gameplay. Ja, wahrscheinlich, wenn man muss es halt auswendig lernen. Und wenn man das auswendig kann, dann weicht man instant vorher schon raus. Das ist auch eine nette Idee. Ah, das war unabsichtlich runtergedrückt ein bisschen. Das Geld einsacken. Also ich dachte schon, da gibt es einen Computer, habe mich gefreut. Natürlich in einem Bilderrahmen. Was bringt mir das da oben? Das eiskalte Händchen, wie cool. Das eiskalte Händchen kann dir helfen. Na, es ist mit viel Liebe gemacht. Ich habe jetzt eigentlich ein richtig schlechtes Game erwartet, muss ich sagen. Wie viel Geld haben Leute? Jetzt fragen, hört das Geld, der Geldring auch irgendwann auf? Ja. Der Geldring hört leider irgendwann auf. Okay. Und dass man hier aufs Bett springen kann, das ist ja. Ich muss gehen nochmal machen. Aufs Bett und nochmal hoch. Super. Wie er da reinschaut. Mit seinem Schnauzbart und seinem Lächeln. Also das mit Pixeln zu machen ist echt nicht leicht. Also jeder, der mal versucht hat, was zu pixeln, weiß, wie schwierig das ist, mit so wenig Pixeln irgendwas Hübsches zu machen. Ah ja, da war ich ein bisschen zu weit vorne. Schauen wir dann noch rüber. Was ist das für ein Zeug? Soll ich dir auf den Kopf springen? Weiß man nicht so genau, ha? Ja, darf ich nicht. Tschüss, Leute. Bild schaut mir verdächtig aus da oben, aber jetzt. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich darauf komme. Ich kann sogar auf die Sessel draufsteigen. Mann, oh. Also ich muss sagen, da habe ich einen
Klassiker wohl versäumt damals. Ja, ich hatte damals auch nur ein paar NES-Spiele. Oh, ich glaube 4 oder 5. Und nachgeholt habe ich dann natürlich auch nur wenige. Aber das ist, war sicher damals voll der Hit. Es ist immer noch verdammt gut. Na, da komme ich nicht. Das bringt mir wahrscheinlich auch nichts, oder? Weiß man nicht. Aber da gibt es einen Schlüssel. Ah, ich sterbe aber. So. Schnelle Reihen raus, Action war das wieder. Was da? One way. Aha. Okay, ich kann befreien, wenn ich eine Zutaten finde. Da. Ich mir das eiskalte Händchen jetzt hier. Schaut nicht so aus. Ich habe zweimal Schlüssel und einmal eiskaltes Händchen. Finde ich einfach super. Ich meine, ich fand die Serie damals okay. Fand sie nicht so cool wie vielleicht viele andere. Aber es reicht aus, um hier einige Gags zu verstehen. So, da schauen wir noch rauf. Kann ich nicht rein? Brauche ich da wieder einen blöden Schlüssel, den ich nicht habe? Gehofft. Ja. Was ist da mit diesen Fischen auf sich? One way, one way. Stop. Ein Diamant. Und raus wieder. Da war ich ja schon drinnen. Ja, das habe ich mit dem Schlüssel in einen Schlüssel geholt. Ich glaube, das ist ja mit diesem Building, was auf sich haben muss. Sage ich einfach so. Ist das, was steht da herum? Eine Dusche? Kann ich mich duschen? Ah, schade. Das wäre cool gewesen, wenn ich jetzt duschen könnte. Das hat mir natürlich gefallen. Oder baden. Okay, das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Ist das, was steht da herum? Ich mag nicht, dass das rumfliegt. Was zum Geier war das? Schräge Animationen. Ah! Okay. Was da? Ah, Spinne. Geh weg, Spinne. Ich komme ich da vorbei jetzt. Geh weg, Spinne. Ich möchte da irgendwie runter. Okay. Jetzt natürlich. Kriegt er irgendwas? Echt nur das Geld jetzt, sonst nix? Hm?
Also so, mir würden natürlich gefallen, wenn ich so Kleinigkeiten gefallen, die Kerzenstände anzünden und so. Das wäre jetzt natürlich noch fein. Vielleicht ein bisschen zu viel verlangt, aber mehr ist immer besser. Aha. Und wieder da zurück. Okay, da kann ich nicht rein, aber vielleicht kann ich da jetzt rein. Ja. Ich da jetzt rein? Okay, ich versuch's nochmal, das Race. Ich versuch das noch und dann mache ich dann irgendwann Schluss auch wieder. Ah je. Okay. Game over. Sagen wir, das war's. Ja, ich gebe jetzt einfach nur irgendwas ein, komm, lass. Ja, das war The Addams Family am NES. Es hat mir viel Spaß gemacht, war extrem positiv überrascht, hat mir wirklich zugesagt. Grafik top, Sound ja, eigentlich ganz fein, aber wiederholt sich halt doch recht schnell. Und dass mich da jetzt so ein Metroidvania-Game erwartet, damit hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es ist wie ein mieses Jump'n'Run oder so. Schwer geirrt, ist voll in Ordnung, kann man sich ruhig mal länger anschauen, glaube ich, wenn man dazu Lust hat auf so ein Metroidvania-Game. Macht Spaß, die Steuerung ist ungewöhnlich, aber cool. Also ungewöhnlich, aber gut. Hey, habe ich so selten gesehen. Gut, an der Stelle mal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr NES-Spiele sehen wollt, unten gibt es da noch jede Menge verlinkt. Ciao, bye bye.